Wir dürfen jetzt zu den Live-Vorträgen, oder ich darf jetzt zu den Live-Vorträgen überleiten. Das freue ich mich schon sehr. Und zwar beginnen wir mit Thomas Havel. Und Thomas Havel ist ein Forscher, ein Researcher im Institut für Creative Media Technologies und Teil des ABC, des Austrian Blockchain Center. Ja, Blockchain, genauso wie Kryptographie, das gehört so zu diesen technologischen Modewörtern, genauso wie Machine Learning und Algorithmus. Die Wörter kennt jeder, sie sind furchtbar im Hype, aber wirklich verstehen und auskennen tun sich nur die wenigsten mit diesem Gebiet. Und deswegen darf ich jetzt Thomas Havel begrüßen, der uns hier einen kurzen Vortrag hält über eine kurze Einführung in das Thema Blockchain, Ideen und Anwendungen. Thomas, du bist schon hier? Ja, hallo. Hallo, schön. Danke für die nette Begrüßung. Ich übergebe dir hier gerne das Wort und du darfst jetzt mit deinem Vortrag starten. Möchtest du die Folien selber teilen oder sollen wir das für dich machen? Ich möchte es bitte selber teilen. Ja. Sehr gerne. Momentan ist das aber noch deaktiviert von dem Host, dass ich das darf. Okay, ich bitte kurz den Host, das Manuel freizugeben, falls er das kann. Sollte eigentlich grundsätzlich für alle Diskussionsteilnehmer hier freigegeben sein. Geht's? So, du bist das, sieht man's? Also, jawohl, man sieht's, großartig. Sehr gut. Vielen Dank für die Übergabe. Ich habe mein Video abgeschaltet. Also man sieht mich jetzt nicht, es geht dabei auch nicht viel verloren. Aber aufgrund meiner Internetverbindung ist das etwas klüger gewesen. Gut, um was soll es heute gehen? Es geht um das Thema Blockchain und ich habe jetzt ungefähr nicht ganz 20 Minuten Zeit, das Thema ein bisschen näher zu erläutern. Dazu habe ich 3 Folien gemacht, die ein bisschen erklären das Konzept und 3 Folien, die Beispiele bringen. Und das, was in den ersten 3 Folien mir wichtig ist, ist, dass viele Menschen den Begriff Blockchain tatsächlich völlig falsch verstehen, beziehungsweise sie haben was drüber gelesen und viele der Erklärungen kommen überhaupt nicht zum Punkt, sondern halten sich an dem Wort fest. Und dazu möchte ich mal auf der ersten Folie, die man hier sieht, kurz zeigen, wie man das bis jetzt gemacht hat, wenn man Daten gespeichert hat. Und zwar grundsätzlich, man kann da denken an E-Mails, an Facebook, aber auch an Verwaltung, also Finanzamt, Instagram, was auch immer, haben Unternehmen die Daten gespeichert, auf mehreren Servern verteilt, meistens aus Sicherheitsgründen in Datenbanken. Und wir Benutzer haben darauf zugegriffen. Und natürlich war es im Sinn der Unternehmen, diese Daten auch sicher zu halten. Aber ein Punkt, der in der Vergangenheit einigen Menschen nicht gefallen hat, war bei aller Sicherheit, man braucht ja auch Vertrauen. Und Sicherheit und Vertrauen sind 2 unterschiedliche Dinge. Ich vertraue zum Beispiel auch dem Zahlungsanbieter PayPal, ich verwende ihn auch. Die Sicherheit muss ich daran glauben, dass die das gut machen. Ob ich jetzt Facebook so vertraue, was es mit meinen Daten macht, muss ich persönlich sagen, naja, ich sage es mal so, ich habe keinen Facebook-Account. Was sind die Vor- und Nachteile so einer Situation? Die Vorteile sind ziemlich auf der Hand liegend. Es ist eine wirklich erprobte Technologie. Datenbanken gibt es seit vielen Jahrzehnten. Und sie arbeiten auch sehr schnell. Sie sind sehr stark skalierbar. Nachteil habe ich gerade erwähnt. Man hat keine Kontrolle über seine Daten. Wenn Sie an Facebook was schicken, ist es dort. Und Sie wissen wirklich nicht, was passiert. Und man muss halt diesen Unternehmen vertrauen, dass die damit sorgsam umgehen. Und die Blockchain-Technologie wurde damals mit einer Kryptowährung, mit Bitcoin, mitentworfen. Das ist zwar nur die halbe Wahrheit, dazu komme ich dann gleich noch, aber man wollte diese Vertrauensnotwendigkeit ausräumen. Und dabei ist dann mehr oder weniger durch Zufall sichtbar geworden, dass man mit dieser Art der Technologie sehr viel mehr machen kann. Und da komme ich jetzt auch gleich zum ersten Punkt, wo dann auch schon viele Leute
Einspruch erheben und sagen, na bitte, Datenbanken haben doch immer super funktioniert. Jetzt habe ich gelesen, dass man speichert die Daten halt in irgendwelchen Blöcken ab. Na, was ist da jetzt großartig? Tatsächlich ist es so, wenn Sie an eine Blockchain denken, dann denken Sie bitte nicht an irgendwelche verketteten Blöcke, denken Sie an ein Netzwerk. Die Blockchain ist tatsächlich, und die Namensgebung ist überhaupt nicht glücklich gewählt, ein Netzwerk von Computern, Rechnern, Großrechnern, Handys können es sein, was auch immer. Und das ist wirklich das Bild, also wenn Sie sich etwas mitnehmen wollen aus dem Vortrag, dann behalten Sie das im Kopf. Blockchain ist ein Netzwerk. In diesem Netzwerk werden Daten abgespeichert und die wirklich grundlegende Idee daran ist jetzt, dass jeder teilnehmen kann. Und das ist mittlerweile so einfach, dass Sie einfach nur eine Software installieren müssen, die nicht einmal groß ist. Einfach Software installieren, fertig. Sie brauchen sich auch nirgendwo mit Ihrem Namen registrieren oder anmelden oder so. Einfach installieren und das war's. Der zweite Punkt, den so ein Netzwerk hat, ist, dass die Daten auf jedem Knoten identisch sind. Das bedeutet, nicht ein Knoten besitzt eine Version oder ein anderer Knoten eine andere Version, sondern alle Knoten haben dieselben Daten. Es macht also nichts, wenn einer der Knoten einmal ausfällt oder kaputt wird. Die Daten sind unglaublich redundant da. Das ist auch einer der Kritikpunkte, dass es so oft vorkommen, diese Daten, aber das liefert eben diese Datensicherheit. Und wie, ich möchte diese Daten natürlich auch ändern. Wie funktioniert das? Ganz einfach gesagt, also wenn man jetzt Datenänderung macht. Bei Bitcoin wäre das, man überweist einer anderen Person Bitcoin, das muss natürlich abgespeichert werden. Dann muss das in der Datenbank hinterlegt werden, die dort in diesen komischen Blöcken läuft. Und wenn 50% der Knoten diese Überweisung als gültig empfinden, so wird es einfach für alle Knoten übernommen. Das ist also eine Wahrheitsfindung, kann man so sagen, eine Konsensfindung. Wenn 50% der Knoten diese Datenänderung als valide ansehen, dann wird sie von allen übernommen und das Netzwerk ist wieder konsistent. Und man sieht schon da, das hat mit Blöcken und Kette und so überhaupt nichts zu tun, auf den ersten Blick. Und so sollte man es auch in Erinnerung behalten. Nichtsdestotrotz, genau, ein Punkt noch. Die Änderungen werden permanent gespeichert, also dann übernehmen das alle Knoten, das ist doch nicht mehr rückgängig zu machen. Da kommt dann der Name Blockchain her und jeder, tatsächlich jeder kann sich diese Daten ansehen. Das gibt es einfach Internetseiten, wo man tatsächlich durch diese Datentransaktionen durchklicken kann. Es ist zwar ein bisschen unverständlich, weil man eigentlich nur Nummern sieht, aber es ist völlig transparent. Und das ist die dritte Theoriefolie, bevor ich zu den Beispielen komme. Also ich habe es nicht zu lang gehalten. Woher kommt jetzt dieser Name Blockchain, wenn ich doch ganze Zeit gesagt habe, es ist ein Netzwerk und dieses Netzwerk hat verschiedene Eigenschaften. Anonym mitmachen, permanente Speicherung, transparent, jeder darf hineinschauen, dezentral, kein Knoten ist irgendwie dem anderen voran oder nachgestellt. Der Grund liegt daran, dass die Daten selbst in Blöcken gespeichert werden. Und zwar sehen wir hier so einen Block 1. Da stehen irgendwelche Daten drinnen, zum Beispiel Transaktionsdaten. Max schickt Anna das und das, einen Bitcoin. Da steht natürlich nur, dass eine Nummer einer anderen Nummer etwas schickt. Und es kommt so ein ID-Hash her. Das ist eine Zahl, da möchte ich jetzt nicht genau darauf eingehen, die wird aus allen Daten im Block berechnet, eine Kennnummer. Und wenn sich auch nur irgendeine Kleinigkeit im Block ändern würde, dann würde auch diese Zahl hier, diese Identifikationsnummer geändert werden. Und wenn der Block voll ist, voll bedeutet zum Beispiel bei Bitcoin hat eine gewisse Größe erreicht, 1 Megabyte, glaube ich, ist das momentan bei Bitcoin, dann wird der nächste Block angelegt, der schaut genauso aus. Und diese vorher errechnete Zahl wird hier abgespeichert. Und wenn der Block voll ist, dann wird der dritte Block angelegt
und die hier für Block 2 errechnete Zahl aus allen Daten, die im Block 2 stehen, wird hier drüben abgespeichert. Und so geht das weiter. Mittlerweile zum Beispiel hat die Bitcoin-Kette, diese Kette aus Blöcken, daher einfach der Name Blockchain, schon eine sehr beachtliche Größe erreicht. Wenn man da mitmachen will, da lädt man mehrere, 100 Gigabyte herunter. Und warum hat man sich für diese Art der Datenspeicherung entschlossen? Naja, der Punkt ist der, es ist manipulationssicher. Wenn man jetzt in diesem Block hier Daten ändern würde, in Block 2, ich mache zum Beispiel eine Überweisung rückgängig oder ändere sie, dass nicht ein Bitcoin, sondern 0 Bitcoin übertragen werden, ändere ich damit natürlich die Identifikationsnummer, denn die besteht ja aus den Informationen da drinnen. Und damit ist dieser Verweis hier falsch. Hier stehen jetzt zwei unterschiedliche Nummern und damit wird sofort erkannt, halt, hier muss ein Fehler aufgetreten sein. Diese Kette ist nicht mehr gültig. Das ist die Sicherheit, die diese Art der Datenspeicherung mitbringt. Die Idee ist auch überhaupt nicht neu. Dazu, das werde ich gleich sehen, werden wir gleich sehen. Und deshalb, wenn Sie an Blockchain denken, vielleicht eine Bitte, denken Sie genau nicht an das Bild, das Sie gerade jetzt sehen, sondern denken Sie an das Netzwerk. Denn auch ich als Programmierer und Blockchain-Entwickler komme mit dieser Kette an Blöcken nicht in Berührung. Wenn ich Blockchain-Projekte mache, dann weiß ich, die Blockchain funktioniert so, aber dass die das intern so abspeichert, ja, kann mir eigentlich egal sein. Ich weiß, dass es dadurch Sicherheit gewährleistet, dass es gut funktioniert, aber ich komme damit nicht in Berührung. Ich denke an Dezentralität, ich denke daran, dass es anonym ist, wenn man das haben will, dass die Daten permanent gespeichert sind. Ich denke an diese Eigenschaften, ich denke nicht an den technischen Hintergrund. Und deshalb ist es vielleicht besser, ihr merkt euch die Beispiele und dazu werden wir jetzt gleich kommen. Ich habe zwei Beispiele vorbereitet, die sich ausgehen in der Zeit hoffentlich. Und zwar, was braucht man einmal, um Daten in der Blockchain ablegen zu können? Auch eine Frage, die ich oft bekomme, ist, wenn ich mit Leuten darüber rede, erstens mal, ja, wie komme ich eigentlich zu Bitcoin? Die kann ich ja nicht aus dem Bankomat ziehen und so. Und also, wie mache ich mit? Dazu muss man kurz sagen, die Blockchain funktioniert tatsächlich einfach nur über Adressen. Adressen sind öffentlich, kann sich wie eine Kontonummer, Kontonummer ist im Grunde auch nicht geheim. Wenn ich wem was überweisen will, muss man seine Kontonummer sagen. Und, also das ist ein öffentlicher Schlüssel und damit verbunden ist ein sogenannter privater Schlüssel, den muss ich unbedingt geheim halten. Das ist auch nur eine Zahl. Wie hängen die zusammen? Aus meinem privaten Schlüssel wird über einen Algorithmus, das Wort wurde vorher schon erwähnt, ein öffentlicher Schlüssel generiert. Der Schmäh der ganzen Sache ist jetzt der, dass es aus dem öffentlichen Schlüssel derzeit nicht möglich ist, effizient den privaten Schlüssel zu rekonstruieren. Also aus dieser Zahl kriege ich diese Zahl nicht heraus. Das heißt, die kann ich hergeben. Und wie funktioniert das jetzt? Und das habe ich jetzt versucht so darzustellen. Und da sieht man auch, man braucht im Hintergrund eigentlich kein technisches Wissen mehr. Man ist mittlerweile so weit, dass man eigentlich zum Beispiel mit Bitcoin oder mit anderen Kryptowährungen bezahlen kann. Wenn Max, der einen Bitcoin hat, Anna einen überweisen will, was macht, wie läuft das ab? Gut. Ich habe das jetzt zum Beispiel mit Handys dargestellt. Die Anna zeigt dem Max ihren öffentlichen Schlüssel und zum Beispiel bei einer Handy-App, die das ermöglicht, wäre das jetzt ein QR-Code, das ist so ein komischer quadratischer Punktecode. Der Max fotografiert den ab mit seinem Handy, hat damit diese Adresse, an die er die Bitcoin überweisen will. Und jetzt muss er natürlich auch noch selbst bestätigen, dass der Bitcoin darüber gehen soll. Und mit seinem privaten Schlüssel, der auch einfach nur eine riesige Zahl ist, die man sich nicht merken kann, aber die hat eh die Applikation für uns gespeichert, signiert er diese Transaktion. Das heißt, er unterschreibt. Wie das technisch
funktioniert, ist jetzt nicht wichtig, aber die Knoten im Netzwerk können dann sagen, ja, das stimmt. Der hat wirklich unterschrieben, weil diesen privaten Schlüssel hat ja nur er. Das ist ganz wichtig, das war kein anderer. Wenn er das signiert hat, schickt er das in die Blockchain. Das heißt, was bedeutet das jetzt? Was heißt in die Blockchain? Naja, in das Netzwerk. Die App sendet das an einen Knoten, die Knoten verteilen es untereinander, schauen nach und irgendwann, wenn über 50% der Knoten der Meinung sind, ja, diese Transaktion ist gültig, dann kann nur noch die Anna mit ihrem privaten Schlüssel auf diesen Bitcoin zugreifen und es ist überwiesen. Also Bitcoin-Transaktionen funktionieren heutzutage tatsächlich einfach über Handy, Handyzahlung. Es ist eigentlich simpler als Bankomatzahlungen, weil man muss nur am Handy was klicken und man muss nicht irgendeinen PIN oder so eingeben und sich merken. Das ist das eine Beispiel. Jetzt kann man, also es gibt jetzt meistens Fragen, die da auftreten. Zwei habe ich vorweggenommen. Und zwar erstens einmal, neu ist das Ganze nicht. Das stimmt schon. Vor 30 Jahren gab es elektronische Währungen und auch dieses Konzept der kryptografisch verbundenen Informationsblöcke, das, was ich vorher gezeigt habe, ist auch 30 Jahre alt. Warum gerade jetzt dieser Hype um die Blockchain? Denn tatsächlich beide Ideen, diese Kryptowährungen oder halt digitalen Währungen und auch diese Idee, dass man Informationen so aneinander kettet in Blöcken, die sind wirklich alt. Ja, die Idee ist tatsächlich nicht ganz neu gewesen, aber die Schlussfolgerungen, die damit möglich waren, die waren neu. Und zwar ist es so, dass ein Problem damit gelöst werden konnte. Beispielhaft habe ich das herausgenommen. Ein Problem ist, dass Geld und Geld im großen Sinn, also der Euro zum Beispiel an sich als Währung von der Zentralbank kontrolliert wird. Und man konnte damit durch diese Zahlung, wie wir es auch gerade gesehen haben, Banken durch ein Netzwerk ersetzen. Also man kriegt vom Netzwerk keinen Brief, dass der Zinssatz jetzt wieder auf 0,00 irgendwas gefallen ist und auch nicht irgendwie, dass jetzt die EZB oder die FED oder wer auch immer von den Zentralbanken gerade Milliarden an Papier, also an Dollars oder Euros druckt. Und 1994, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hat schon Bill Gates gesagt, ja, Handeln ist, der Handel an sich, Banking, ist wichtig, aber aus seiner Sicht, schon 1994 hat er gesagt, Banken an sich bräuchte man eigentlich gar nicht dazu. Das war eine der Ideen, mit der die Kryptowährung Bitcoin gekommen ist. Man muss aber dazu sagen, das hat sich bis jetzt nicht durchgesetzt. Also wir alle haben Banken, wir alle kriegen unser Gehalt, Taschengeld, was auch immer in Euro. Das funktioniert immer noch tadellos so, aber das war eine der Ideen. Und das wäre auch noch nicht der große Durchbruch gewesen. Es gab jetzt andere Beispiele und davon habe ich eins herausgesucht, das man vielleicht nicht ganz so oft im Internet findet. Wenn Sie nach Blockchain und Anwendung suchen, kommen Sie zu den etlichen typischen Anwendungen und es ist auch unmöglich, da alle abzudecken. Aber ich habe eine Anwendung noch gegeben. Es ist gerade eine Frage reingekommen. Ich werde die Frage gleich nachher, ich kann es auch jetzt beantworten. Was ist, wenn doch der private Schlüssel ausspioniert wird? Also wenn man den privaten Schlüssel verliert, das war vorher, wo ich gesagt habe, unbedingt geheim halten, denn wenn ich damit signiere ich ja die Transaktion. Wenn man den privaten Schlüssel verliert, dann hat man auch die Kontrolle über sein Geld verloren. Beispiel dazu oder kurz kleine Analogie, wenn Sie einen 100-Euro-Schein auf der Straße verlieren, dann ist er weg und der kommt nicht wieder. Also der private Schlüssel ist wirklich, wer den hat, kontrolliert die Einheiten, die diesem Schlüssel zugeordnet sind. Der ist wirklich geheim zu halten und da gibt es auch viele Methoden, wie man das sehr gut machen kann. Er ist auch eigentlich zu lang, als dass jemand einen Blick drauf werfen kann und sich den merkt. Das geht nicht. Deswegen ist es oft so, dass man die privaten Schlüssel einfach ganz altmodisch auf einen Zettel schreibt und daheim versteckt
Das ist eigentlich das Sicherste. Und man muss sie gar nicht daheim verstecken, sondern irgendwo verstecken, sagen wir es einmal so. Denn, und die Frage ist absolut gut und berechtigt, wenn der private Schlüssel weg ist, dann ist auch wirklich der komplette Zugriff weg. Den hat dann wer anderer. Die Fragen können wir gerne im Anschluss an die Präsentation gemeinsam beantworten. Okay, gut. Dann letztes Beispiel. Ja, das geht sich noch schön aus. Ein Beispiel aus der Wirtschaft, das ist, momentan gibt es in der Schweiz auch ein Konsortium, das sich sehr intensiv damit beschäftigt, alles was Handel, Finanz, auch Krypto, was damit zu tun hat, ist in der Schweiz, wird das sehr vorangetrieben, die sind im Finanzwesen da immer ganz vorne und modern. Und zwar haben wir Folgendes, ein Unternehmen möchte gerne ein Gebäude, das es im Eigentum hat, nicht verkaufen, aber es will aus diesem Gebäude doch eine größere Menge Geld lukrieren, weil sie jetzt zum Beispiel eine größere Investition machen wollen. Und diese Mieteinnahmen, die das Gebäude erwirtschaftet, sind ganz schön, aber die kommen halt immer nur monatlich und sie brauchen das Geld jetzt. Und was kann man hier machen? Und tatsächlich wird das auch schon gemacht. Letztes Beispiel dazu. Das ist das Gebäude. Und es besteht jetzt die Möglichkeit, auf einer Blockchain, die sich Ethereum nennt oder auf Deutsch Ethereum, aber der Begründer selbst nennt es Ethereum, deswegen werde ich auch die englische Aussprache verwenden. Auch die stellen wir uns einfach vor als ein dezentrales Netzwerk, wo Daten abgespeichert werden. Aber es können nicht nur Daten abgespeichert werden, sondern es kann sehr detailliert beschrieben werden, nämlich wirklich in einem Computerprogramm, was mit den Daten wie geschieht. Und dieses Unternehmen schreibt jetzt so ein Computerprogramm, wo genau drinnen steht, wie dieses Gebäude hier jetzt verwaltet werden soll. Und zwar im folgenden Sinn, es soll dieses Gebäude, das einen gewissen Wert hat, digital verkauft werden, und zwar zu Anteilen. Also das Gebäude ist zum Beispiel 1 Million Euro wert, und ich kann jetzt digital einfach ein Zertifikat an 1% des Gebäudes erwerben. Ich teile es also in kleine Einheiten auf, die auf der Blockchain landen. So ein Programm nennt sich Smart Contract. Und da steht ganz detailliert wie in einem Vertrag, daher auch das Wort Contract drinnen, was man mit diesen digitalen Einheiten machen kann. Zum Beispiel, also ganz einfacher Anwendungsfall, wenn ich 10% dieses Gebäudes erwerbe, dann habe ich auch den Anspruch auf 10% der Mieteinnahmen. Das heißt, wir, und jetzt erinnern wir uns wieder, es ist eigentlich anonym, denn wir brauchen ja nur einfach eine Adresse, die uns die App am Handy erzeugt, können jetzt daran teilhaben, ohne dass man zu einem Immobilienbüro, zu einer Bank, zu einem Notar, zu einem Makler, zu ich weiß nicht was gehen müssen. Und wir zahlen, wenn es auf der Ethereum-Plattform ist, dann halt in der Kryptowährung Ether, in diesen Vertrag ein. Tatsächlich hat auch dieser Vertrag eine Adresse, an die man überweisen kann. Und wir bekommen sogenannte Token zurück. Token auch wieder nichts anderes als, so ich habe das versucht so zu illustrieren, eine Bestätigung, eine wirklich und in der Blockchain gespeicherte, also nicht veränderbare Bestätigung, dass mir jetzt 10% des Gebäudes gehören. Und diese Ethereum, die hat jetzt der Besitzer die Firma bekommen und die können sie in Euro umtauschen. Das heißt tatsächlich, dass sie ihr Gebäude digital zerlegt haben und es uns allen teilweise verkauft haben, sind sie zu dem Geld gekommen. Sie selbst benutzen noch das Gebäude, wir ziehen da nicht ein. Wir haben nur ein Anrecht auf die Mieteinnahme. Das ist das eine, der Vorteil, der da entstanden ist. Wir brauchten wirklich keinen Mittelsmann. Das zweite, was jetzt auch noch passiert ist, angenommen der Wert des Gebäudes steigt und ich denke mir, so ein Token hat jetzt eigentlich einen Wert gewonnen, das will ich jetzt wieder verkaufen. Ich habe es um 1 Euro gekauft, aber es gibt Leute, die würden 1,50 Euro pro Token zahlen, also pro so Zertifikat. Naja, dann komme ich dahin. Da gibt es jemanden,
Kunden, der ebenfalls Ethereum hat, diese Kryptowährung, tja, und er kauft mir das einfach ab und das wird in der Blockchain verbucht, verspeichert, permanent, nicht wieder umzukehren. Und auch hier hat man keinen Notar, keine Bank oder sowas gebraucht und dieser Anteil ist jetzt gewandert. Und so kann man tatsächlich auch mit digitalen Gütern ganz simpel Handel treiben und tatsächlich wäre es auch so einfach, wie es vorher über das Handy mit Bitcoin war. Wir könnten Teile dieses Gebäudes, diese digitalen Anrechte, einfach per Handy-App in ein paar Minuten handeln. Das ist ein Beispiel, es gibt viele mehr davon und damit soll es auch gut sein. So als Schlusswort hätte ich noch anzubringen die folgende Prognose von mir für die nächsten 15 Jahre, dass wir die Blockchain-Technologie so selbstverständlich benutzen werden wie heute das Handy oder E-Mail. Denn wer von den Anwesenden weiß tatsächlich, wie E-Mail im Hintergrund funktioniert? Wir tun es einfach oder WhatsApp. Und genauso wird die Blockchain-Technologie etwas sein, das wir einfach verwenden, ohne dass wir an irgendwelche verketteten Blöcke denken. Gut, vielen Dank für alle, die es durchgehalten haben. Von meiner Seite war es das. Peter, du vielen Dank. Vielen Dank, lieber Thomas. Und wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, dass wir gemeinsam auf die Fragen eingehen. Und ich möchte gleich auf die erste eingehen. Und zwar, kann man den privaten Schlüssel nachträglich sperren? Das ist eine Anschlussfrage auf die vorherige. Nein, also das ist genau diese Idee der Blockchain. Wenn ich mit einem privaten Schlüssel irgendein Asset, also eben das kann so ein Token sein, das kann aber auch einfach nur eine Kryptowährung sein, wenn das dem zugeordnet ist, dann ist das auch permanent dort so abgespeichert und nachträglich sperren würde bedeuten, man würde irgendwo in einem zurückgelegenen Block etwas ändern und das funktioniert einfach nicht. Also das ist tatsächlich so, dass wenn dieser private Schlüssel, diese Zahl fort ist, den die wer anderer hat, dann hat sie wer anderer. So wie wenn man ein Bargeld, 100-Euro-Schein auf der Straße verliert, kann man auch nicht zur Bank gehen und sagen, den würde ich gerne sperren lassen, dass man damit nicht bezahlt, der ist einfach weg. Ich hoffe, alles klar. Das beantwortet die Frage. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch, wenn du dein Screensharing jetzt beendest, könntest du vielleicht dein Video aktivieren, dann sehen wir dich zumindest bei der Beantwortung der Fragen und wir haben keine Doppelbelastung deiner Bandbreite. Wenn so. Du glaubst, dass das möglich ist. Super, vielen Dank. Ich sehe dich. Siehst du mich? Ich sehe dich. Ich glaube, wir sehen dich alle. Perfekt. Und wir gehen jetzt gleich zur nächsten Frage. Ich habe gehört, dass Blockchain wegen der dezentralen, vervielfachten Form enorme Energiemengen verschlingt. Stimmt das? Okay, auch am Anfang ein sehr wichtiger Kritikpunkt gewesen. Hier spricht man hauptsächlich von der Bitcoin-Blockchain. Und zwar ist es so, dass ich vorher gesagt habe, wenn sich 50% der Blöcke einig sind, was heißt das einig werden? Auf der Bitcoin-Blockchain heißt das, bevor so ein Block abgespeichert werden kann, muss eine zugegebenermaßen hochgradig sinnlose Rechenaufgabe gelöst werden, die allerdings sehr viel Rechenzeit beansprucht. Also zum Beispiel, der Computer muss versuchen, 100 Mal hintereinander einen Sechser zu würfeln. Und wenn das viele Millionen Computer auf der Welt Recheneinheit machen, dann passiert das alle paar Minuten mal. Und dieser Computer darf dann den Block erstellen und bekommt auch dafür einige Bitcoin gutgeschrieben. Das ist auch der Grund, warum die da überhaupt ihre Stromkosten da hineingeben, weil sie tatsächlich Bitcoin verwenden. Und das war die große Kritik an Bitcoin, dass man dann schon ausgerechnet hat, also dieses Ausrechnen von wirklich sinnlosen Dingen, nur um den nächsten Block ins Netzwerk zu schreiben, hat im Jahr so viel Strom gekostet, wie Island verbraucht hat. Oder irgend so eine wirklich hohe Zahl hat es da gegeben. Das hat man erkannt und neue Blockchains sind von dieser Idee weggekommen, dass man hier so sinnlose Rechenaufgaben löst. Und es gibt jetzt andere Ideen, die auch umgesetzt werden und Bitcoin ist zwar immer noch die größte Kryptowährung und Blockchain, die es gibt und die das immer noch verwendet,
Aber das ist erkannt worden tatsächlich als Problem und es gibt viele andere Konsensalgorithmen. Also wenn man das googelt, Konsensalgorithmus, dann findet man da viele alternative und meiner Meinung nach auch bessere Ideen als diese tatsächlich vorhandene Energieverschwendung der Stimme. Das bedeutet, bei Blockchain findet diese Energieverschwendung noch statt, aber bei anderen, bei Bitcoin findet sie noch statt, aber nicht allgemein in der Blockchain-Technologie. Aber es gibt also bei vielen anderen, auch bei privaten oder Firmen-Blockchains, die haben überhaupt kein Interesse daran, Strom zu verbrauchen. Die schreiben das einfach in den Block rein und fertig. Also da gibt es überhaupt keine Aufgabe, die zu lösen ist. Was ich vielleicht zuerst aus den Fragen noch herausgelesen habe mit, okay, was ist, wenn ich meinen Private Key verliere, wie sicher ist denn diese, also die Übertragungstechnologie ist super sicher, das haben wir jetzt schon mitbekommen, aber wie sicher ist denn so generell die Blockchain-Übertragung und auch die Sicherheit des Private Keys? Gibt's da Bedenken? Der Private Key bleibt immer, wenn ich das am Handy mache, der bleibt immer bei mir, der wird nie irgendwohin übertragen. Ein ganz gutes Beispiel ist das folgende: Man nimmt ein Vorhängeschloss und einen Schlüssel. Und wenn ich jetzt jemanden möchte, dass man was Sicheres schickt, dann schicke ich ihm per Post das Vorhängeschloss. Das kann jeder sehen, das ist mir wurscht. Er nimmt das, was er mir schicken will, in eine Kiste, klickt das Vorhängeschloss zu und schickt mir das zurück. Und ich daheim nehme dann meinen Schlüssel, der nie meine Wohnung verlassen hat, und sperre dann auf. Also dieser Private Key bleibt bei mir. Problem ist, wenn ich den Private Key aus dem Fenster schmeiße und es hebt einer auf, dann ist er weg. Und dann kann das wer anderer natürlich machen. Was es tatsächlich aktuell gibt, ist die Entwicklung von Quantencomputern, die versuchen oder die es schaffen könnten, in einer gewissen annehmbaren Zeit tatsächlich diesen privaten Schlüssel zurückzurechnen aus dem öffentlichen Schlüssel. Aber auch da, das ist eigentlich ein Katz-und-Maus-Spiel, gibt es schon weiter Ansätze, wo das verhindert werden kann. Das wäre jetzt aber wirklich mathematisch. Aber die Sicherheit ist momentan mit der momentanen Technologie wirklich da, solange man seinen privaten Schlüssel nicht irgendwie wohin schreibt, auf Facebook postet oder was auch immer. Alles klar, vielen Dank. Ich glaube, das haben wir schon beruhigt. Es kommen weiter die Fragen rein. Zum Beispiel ist hier eine Frage, könnte man statt sinnlosen Rechnungen vielleicht biologische Simulationen ausgeführt werden, um Corona oder Ähnliches zu bekämpfen? Quasi ja, in dieser diese Idee hatten schon viele, dass man diese notwendige Rechenleistung auch für was Sinnvolles verwenden kann. Man könnte es auch rein für wirklich mathematische Probleme nehmen. Das ist nur nicht ganz so leicht umsetzbar, weil es für alle Knoten, alle Teilnehmer gleich schwierig sein muss, gleich fair. Und ich kann nicht dem einen Knoten sagen, du rechnest jetzt das Problem und dem anderen Knoten das Problem. Blockchain ist eben diese Dezentralität, heißt komplette Demokratie, alle sind gleichberechtigt und ich muss es auch gleichberechtigt machen. Aber die Idee ist grundsätzlich gut, aber Sinnvolles daraus zu machen und da wird auch daran überlegt, es ist nur bis jetzt nicht gelungen, da was Sinnvolles rauszukriegen dabei, um diese Fairness auch zu gewährleisten. Und das muss natürlich auch, da kann nicht irgendein Mensch eine Problemstellung einmal formulieren und abwägen, sondern es ist ja ein Handel an Einheiten, das muss in Sekundenschnelle passieren. Gut. Die Idee ist gut. Vielen Dank für die Antwort. Ich sehe, es gibt noch Fragen. Ich würde jetzt aber ganz gerne zum nächsten Vortrag wechseln. Darf ich dich bitten, dass du die noch einkommenden Fragen schriftlich beantwortest und uns noch ein bisschen erhalten bleibst? Ja. Gut, dann vielen, vielen lieben Dank für diesen spannenden Beitrag und auch für den spannenden Vortrag und danke, dass du noch ein bisschen erhalten bleibst. Gerne. Tschüss.